So, und was kommt jetzt? Krieg. Instant. Krieg! Auf die Fresse! Also es kommt wirklich darauf an, was da steht. Also du musst wirklich ganz genau lesen, was da steht. Gut, haben wir den Fehler jetzt auch mal gefunden und beseitigt. Das war ja echt peinlich vorhin. Das tut mir leid, ey. Ich habe echt gedacht, so Scheiße, was muss ich denn jetzt machen? Man muss wirklich ganz, ganz genau lesen, was da steht. Hat das jetzt gespeichert oder hat das jetzt nicht gespeichert? Ich traue dem Spiel gerade nicht. Ich speichere es trotzdem nochmal. So. Gut, also haben wir das jetzt schon mal gelernt. Es kommt nicht auf die Technologie an, die man sieht, sondern man muss den Weg herausfinden, wie man zu dieser Technologie hinkommt. Dafür haben wir jetzt schon knapp eine Stunde gebraucht, um das herauszufinden. Meine Fresse. Oh weia. Was habe ich euch da bloß angetan? Ja, nehmen wir das Töpfern mit. Ja, nehmen wir Töpfern. Boah. Und schon wieder die Ägypter. Die sind auch überall, ne? Was? Komm, deine Drogen kannst du dir in den Hintern schieben. Wie sie grinsen, ey. Nee, Tribut will ich nicht fordern. Ich will einfach nur meine Ruhe haben. Danke und auf Wiedersehen. Du willst jetzt nicht ernsthaft auf meinem Gebiet eine Stadt bauen? Doch. Genau das hat er nämlich gerade getan. Oh wei, oh wei, da kommt noch eine ganze Menge Ärger auf uns zu, Freunde. Eine ganze Menge Ärger. Eieiei. Da taucht er nämlich schon auf. Dann heißt es gleich: Krieg, ich greife dich an, weil du mir eine Technologie nicht gegeben hast. Nee, doch nicht. Verdünnisiert sich. Also ich glaube, ich werde hier leider nicht um die Kriegsführung herumkommen. Eine Kaserne. Ich finde das immer schön, dass das Stadtbild mit angezeigt wird und dass man sehen kann, wie das gebaut wird. Finde ich echt cool. Aber ich würde gerne erstmal die Stadtmauern bauen, weil ich traue den Ägyptern nicht. Es ist zwar mein Lieblingsvolk, aber ich traue den gerade echt nicht über den Weg. Okay, hier soll man eine Stadt bauen. Ja gut, dann bauen wir hier eine Stadt. Wenn du das sagst, dann wird das wohl richtig sein. So, Boston. Yay, Fortschritt. Nach einer Stunde. 3000 Mal neu angefangen. Geil. Und die Städte überschneiden sich schon. Geil. Oh, weia, Freunde. Also, das ist ja echt. Eieieiei. Wir nehmen die Bronzefarbe, aber wir brauchen dringend mal bessere Soldaten. Und es sind nur noch drei Zivilisationen übrig mit uns. Drei Zivilisationen, das ist gar nichts. Ich finde das übrigens auch interessant, wie zwischendurch der Name immer so ein bisschen verbuggt. Befestigen. So, der verpieselt sich wieder. Das ist brav von ihm. Komm mir bloß nicht zu nah, Freundchen. Du gehörst zu New York. Gut, dann würde ich mal sagen, zieh dich zurück. So, Boston hat seine zwei Krieger. Sehr schön. Dann bauen wir jetzt eine Kaserne. Ich bin gerade echt froh, dass wir mal direkt vorankommen. Aber Alter, alleine für diese Erkenntnis schon haben wir schon eine Stunde gebraucht. Ey, das ist so bitter. Aber wie soll man sonst auch darauf kommen? Ja, indem man liest. Phalanx als Einheit, genau, die werden wir auch brauchen. Davon werden wir gleich ein paar ausbilden in Washington. Und jetzt die Währung. Ich habe das Gefühl, es kommt gleich wieder. Ja, Theben baut einfach schon mal den Leuchtturm. Das ist schön zu sehen. Man kriegt auch noch den Text dazu. Geil. Im 14. Jahrhundert endgültig in eine Ruine verwandelt. Okay.
Ermöglicht ihr auf See, um eine Seemeile bis zur Entwicklung des Magnetismus. Das ist also genauso wie im zweiten Teil, okay. Was? Ach so! Ach so, okay. Das ist die Zivilisationstabelle, die wir ja auch, die immer mal wieder zwischendurch bei Teil 2 aufgeploppt ist. Die Zulus sind dabei, die Ägypten. Ach, die Zulus sind das dritte Volk, okay, neben uns. Also es sind noch vier. Wir waren zu sechs und es sind jetzt noch vier Völker dabei. Interesting. Ja, die Russen sind vernichtet worden und die Römer. Nett. Und ich habe mich jetzt schon bis auf die Knochen blamiert. Oh, fuck. Das darf man echt keinem erzählen. Kann man das kaufen? Stadtmauern 56. Ja, mitnehmen. Auf jeden Fall. So, jetzt sind sie auf 4. Ich würde sagen, dann bauen sie jetzt einen Siedler. Allerdings nicht zum Städtebau, sondern schon mal, damit sie sich da so ein bisschen erweitern können. Und danach fangen sie mal an, ihr Militär ein bisschen auszubauen. Die Währung, genau, das dürfte uns den Marktplatz bringen. Genau, Marktplatz, Stadtausbau, Handel mit Gesetzbuch. Baugewerbe, klingt auch interessant. Dürfte Aquädukt und Kolosseum sein und die Berechtigung, Festung zu bauen. Wir nehmen aber erstmal das Gesetzbuch. So, und dann würde ich ganz gerne erstmal das Spiel speichern, bevor nämlich der Ägypter auf komische Gedanken kommt. Ne? Ah, New York kriegt seine Stadtmauern. Sehr gut. So, ändern. Drei Bürger haben wir. Ich würde sagen Siedler, ne? Ja, Siedler. Und danach Phalanx. Ich finde die Melodie so geil. Irgendwoher kenne ich die auch irgendwie. Ich weiß nicht woher. Gesetzbuch. Monarchie mit zeremoniellem Begräbnis. Das heißt, die können wir jetzt erforschen, tatsächlich, die Monarchie. Gericht, Stadtbau, ja. Dann nehmen wir auch gleich mal die Monarchie. Sag mal, wie lange braucht Washington eigentlich für einen Siedler, sag mal? Die brauchen ja echt lange. Ja, scheiß auf die 8 Münzen, ganz ehrlich. Zack, weg damit. Na, Ägypter, was ist los? Willst du mir jetzt den Krieg erklären oder was? Ich weiß nicht, was das bedeuten soll, wenn da so viele Leute vor einem stehen. Ist dann, soll das heißen, dass das Misstrauen größer ist? Oder was soll das heißen? Tauschen wir Wissen aus. Nimm Währung. Kartenanfertigung. Ja, gut, okay. Drei-Ruderer-Einheit. Ah, ja. Washington baut Siedler. Sehr schön. Dann fangt ihr jetzt bitte an, Phalanx zu bauen. Drei Ruderer. Ich kenne das erste Schiff, kenne ich als Triremes. Ah, Drei-Ruder-Schiff habe ich noch gar nicht gehört. Okay, der wandert jetzt nur mal so ein bisschen rum. Ich habe dich genau im Auge, mein Freund. So, Größe 2. Ich würde sagen, da ihr jetzt eine Kaserne habt, ihr fangt erstmal an, euch umzurüsten. Sobald der erste Phalanx fertig ist, wird der erste Krieger aufgelöst, damit wir mal modernere Einheiten haben. Ja, er soll was bauen, aber keine Straßen, sondern Bewässerung. Uiuiuiuiuiui. New York baut Siedler, genau, den werden wir auch erstmal zum Stadtbau nochmal einsetzen. Also ein Städtchen gönnen wir uns noch. Und in Washington ist der erste Phalanx fertig. Gut, ihr baut nochmal einen Phalanx, genau. Der Phalanx wird sich auch befestigen. Der Siedler. Ich hoffe ja, dass der Gegner da unten noch keine Stadt baut. Wo sind wir denn jetzt? Da sind wir. So, und du löst dich auf. Auf Wiedersehen. Huch! Von Speichern war jetzt nicht die Rede.
Kampferfahrung. Ach ja, wegen der Kaserne. Der ist aber schnell fertig geworden. Der ist aber echt schnell fertig geworden. Heidewitzka. So, dann drücken wir mal die I-Taste. Dann baut er auch gleich Bewässerung. Sehr schön. Wie wäre es mit hier? Das dürfte ein schöner Platz sein für eine Stadt. So, ein Krieger wird aktiviert und ihr baut danach noch einen Phalang. Na, befestigen. Stadt bauen. Philadelphia. Beziehungsweise ich kann den Krieger auch erstmal runterschicken. Wäre, glaube ich, auch eine Idee. Das machen wir auch. Wir schicken den erstmal runter, dass der erstmal da in Dings wohnhaft wird. So, die haben jetzt zwei Phalangen. Das ist schon mal ganz gut. Würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, fangen wir schon mal an, die Pyramiden zu bauen, wa? Falls die Ägypter da nicht schon wie bescheuert dabei sind. Oh, hi. Tschüss. So, Boston. Auch der erste Phalang. Der wird sich befestigen und du wirst dich auflösen. Ich sagte, du wirst dich auflösen. So. Hi, na? Willst du was von mir? Tschüss. Oh, da ging gerade mein Handy. Aber bestimmt nicht wegen Timer. Wir bauen unseren Palazzo übrigens wieder im römischen Spaustil. Die Monarchie. Sehr gut. Die werden wir auch gleich ausrufen. Ermöglicht Feudalismus, genau. Ist die Bevölkerung produktiver, aber militärische Einheiten kosten mehr. Um zur Staatsform müssen sie erst eine Revolution stattfinden lassen. Revolution siehe Game-Menü. Hm. Handel. So, bevor wir das machen, speichere ich das unter einem extra Speicherstand, denn ich habe Angst, dass der Ägypter gleich anfängt zu marschieren, weil er steht schon so bedrohlich vor unserer Haustür. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal über mein eigenes Lieblingsvolk mal sagen würde. Ja, die Ägypter sind mein Lieblingsvolk. So, die kommen mit. Und da wir ja jetzt eine Stadt gegründet haben, kriegt ihr dann auch einen neuen Siedler. Und dann würde ich sagen, rufen wir mal die Revolution aus. Ja, wir brauchen eine neue Staatsform. Geil, es gibt jetzt schon eine Zeitung. Washington Times. Also ich kenne nur die New York Times, aber okay. Bürger feuern. Vor der neue Staatsform. Die Bürger feuern die neue Staatsform, ja. Monarchie. Amerikanische Staatsform ist jetzt Monarchie, genau. Neues Kabinett. Das sind alles Ägypter. Wie geil ist das? Ja, schön. Alles ägyptische Bürger. Ach so, ja gut. Dann haben wir das jetzt so gemacht. Baut ihr jetzt mal die Kaserne. Ich frage mich, was der hier will. Huch. $200.000. Wär schlecht. Spielstand sichern. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Alleine schon wegen dieser blöden Quizfrage. Es wäre ja jetzt echt eine Sauerei, wenn jetzt einer mit Quiz ankommt. Das wäre ja jetzt echt eine Schweinerei. Von denen hören wir gar nichts mehr. Die haben einen weiteren Phalang gebaut. Okay. Die sind auf Stufe 3. Aber ihre Produktion ist nicht sehr hoch. Wenn ich das mal so salopp sagen darf, dem bauen die mal einen Siedler. Und wir aktivieren mal den zweiten Krieger, dann wird der nämlich mal aufgelöst. Ich gehe mal ganz zärtlich hinter den Ägypter her, weil ich will nämlich wissen, was der vorhat. Keine Befehle.
könnte eine Straße gebaut werden. Ja, das sollt ihr auch tun. Ihr sollt die erste Straße bauen, um damit dann nämlich die ersten beiden Städte zu verbinden. New York baut Siedler, sehr gut. Stadtmauern haben sie bereits. Dann würde ich sagen, baut ihr jetzt mal eine Kornkammer. Also momentan, ich bin da sehr vorsichtig, aber momentan sind wir auf einem guten Weg mit unserer Zivilisation. Keine Befehle. Einheit kann nicht gehalten werden, Miliz. Einheit aufgelöst. Ah ja, okay. Geeignet. Je mehr Nahrungsmittel wächst die Stadt New York schneller. Ja, das ist doch sexy. Dann machen wir das doch gleich mal. So, dann gehst du mal nach unten. Und Bewässerung. Weil das bewässert dann nämlich schon mal die andere Stadt. Und wir haben das Geheimnis des Handels. Immerhin, wir machen schon mal Fortschritt, würde ich sagen. Und wir haben jetzt diesen ägyptischen Heini als Wissenschaftsberater. Finde ich irgendwie lustig. Amerikanischer Staat, aber Ägypter als, Minister. Also das ist echt geil. Ja gut, die Ägypter wohnen ja auch ganz in der Nähe, ne? Von daher ist es eigentlich auch ziemlich realistisch. Was das angeht, was ist das hier eigentlich? Hier könnte eine Straße gebaut werden. Nee, eine Straße baut ihr hier bitte noch nicht. Aber ihr werdet mal hier Bergwerk bauen. Unser erstes Bergwerk. Bergwerke anlegen. So, und dann baust du da oben... Straße war R, glaube ich, ne? R wie Road. Gut. Dann bauen wir eine Straße. Das dürfte ja ziemlich schnell gehen. Diese Melodie immer. Mann. Kavallerie, genau. Das Rad haben wir auch noch nicht. Das sollten wir auch noch mal erforschen. Also ich muss ja echt sagen, die Siedler sind irre schnell. Die sind irre schnell. Könnte mehr Ressourcen erbringen. Bergbau M im Hügelland erhöht Produktionskapazität in Boston. Ich finde das echt auch geil, dass diese Tutorials dabei sind. Die sind vielleicht für euch ein bisschen nervig, vor allen Dingen für die Experten unter euch, die den ersten Teil eventuell schon gespielt haben, also die, die auch schon der etwas älteren Generation angehören. Weil, wie gesagt, das Spiel ist schon sehr alt. Die werden sich dann wahrscheinlich auch die Hände über den Kopf geschlagen haben, als sie dann gesehen haben, wie ich geantwortet habe. Werden sich gesagt haben, oh Lars, das weiß man doch und das ist doch ganz einfach, lies den Text genauer, du Idiot. Ich kann's verstehen. Ich hätte da, glaube ich, auch Kopfschmerzen gekriegt an eurer Stelle. So, ändern. Jo, Siedler, 20 Runden, perfekt. Bauen. Baut wird gebaut. Die bauen Siedler. Ich würde den gerne beschleunigen. Ich weiß gerade gar nicht, wie unsere Staatskasse aussieht. Also momentan haben wir noch Geld drin, also so schlecht scheint es nicht zu laufen. Boston baut Siedler, genau, sehr schön. So wollen wir das haben. Dann kann nämlich der andere Siedler gleich zurück nach Washington. Und dann baut ihr mal bitte eine Kornkammer. Ja, baut erstmal eine Kornkammer. So, und während der da oben nämlich am Arbeiten ist, kann der schon mal unten anfangen zu arbeiten. Diese Region ist für Bewässerung geeignet. Ja, sagt bloß. Das war ja auch meine Intention, Junge. So, und dann bauen wir hier nämlich auch nochmal eine Straße. Dann können wir schon mal eine kleine Verbindung herstellen zu... Ich muss immer lachen, wenn diese Melodie kommt. Mann, oh. So. Die Schrift erhöht nämlich die Forschung. Also alleine schon durch die Bibliothek, alleine schon. Ich wiederhole mich, ich weiß, tut mir leid. Also dafür, dass wir anfänglich Schwierigkeiten hatten, läuft das jetzt echt gut. Und der Ladebildschirm geht schneller als irgendwas. Warum habe ich jetzt diesen Zipfel da oben? Seht ihr das? Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Soll das heißen, dass wir unsere Herrschaft legitimiert haben oder was? Die zufriedensten Zivilisationen der Welt. Wir sind Erster. Geil. Und bisher noch keine Barbaren. Oder ist das unser Thronsaal? Das kann natürlich auch sein. So, dann nochmal Straße. Danach kehrst du bitte zurück. Na, Ägypter, was willst du? Also vorher hieß es mal Kaiser von den Ägyptern, jetzt ist er nur noch Ramses von den Ägyptern.
Ja gut, dann nehmen wir die Schrift. Die erforschen wir ja eh gerade. Wie passend. Diplomat. Bibliothek, Stadtausbau. Hm? Gut. Lesen und Schreiben. Das ist die große Bibliothek. Daran kann ich mich noch gut erinnern. Gut, das mit den Wundern. Ob das jetzt auf Anhieb klappt, das weiß ich nicht. Weil Washington baut ja jetzt gerade eins. Aber pssst. Top Secret. Darf der Gegner nicht wissen. So, Straße ist fertig. Ich weiß nicht, bringt ihr uns jetzt eine Bonusbewegung ein? Ja, tatsächlich. So, dann brauchen wir in der Wüste nochmal Bewässerung. Das macht auch, ja, das macht wirklich viel Sinn. So, dann bauen wir hier in Washington nochmal Bewässerung. Hä? Jetzt zeig mir Bewässerung an, obwohl da ein Siedler des Gegners ist. Das macht ja auch richtig Sinn, ne?